Was geht ab, Leute? Schöne Grüße hier aus Guatapé. Ich bin gerade mit dem Alkut 700 Treppen da hochgelaufen. Meine Beine schlottern noch immer. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. In diesem Video geht's. Ich zeige euch erstmal noch diese Aussicht hier in Guatapé. Wunderschön. Auch kein Geheimtipp. Das, was man so macht, wenn man in Medellin ist. Tagesausflug bietet sich hierhin auf jeden Fall an. Wunderschöne Natur. Und darum soll es in dem Video auch gehen. Beste Orte in Kolumbien. Was kann ich empfehlen? Wie teuer ist Kolumbien? Ist es sicher hier? Also alles rund um Kolumbien in diesem Jahr 2021 in diesem Video. Viel Spaß damit. Ich bin jetzt ungefähr hier oder so ganz genau eigentlich seit einem Monat und habe dementsprechend natürlich auch schon viel erlebt. Also ich bin jetzt einen Monat in Medellin. Ich liebe Medellin absolut. Es ist definitiv eine meiner Lieblingsstädte auf der gesamten Welt. Man hat hier einen unglaublich hohen Lebensstandard, den man sich für wenig Geld leisten kann. Kolumbien ist super überraschend für mich auch extrem billig. Heißt, man kann hier easy ab 4 Euro in einem Hostel, wo auch alles sauber ist und man alles hat in einer guten Lage, übernachten, bis hin zu 10 Euro oder 15 Euro in der angesagtesten Gegend mit Pool und Luxusaussicht und alles drum und dran. Genauso wie für Apartment, Alkut schläft für 7 Euro mit Smart TV in einem eigenen Privatzimmer. Co-Living-Raum heißt das Ganze, ab bis zu 20 Euro in einem sehr, sehr luxuriösen Apartment. Also Preise sind hier gering, Lebensstandard ist super hoch, man hat hier alles, auch mit der Metro, ist gut vernetzt, für wenig Geld. Einen Fruchtsaft kriegt man bereits für 60 Cent. Wie ihr mittlerweile wisst, liebe ich ja die Hugos, übersetzt Fruchtsaft. Essen kostet hier, also die Plato del Dia, Platte des Tages, kriegt man immer eine Suppe. Suppe ist ein großes Ding in Kolumbien, dann kriegt man meistens ganz normal Fleisch, Reis, Kartoffeln, Salat, Basic. Manchmal noch ein Dessert dazu für rund 2,50 Euro, 12.000 kolumbianische Pesos, das ist der normale Preis. Also der Euro ist hier extrem viel wert, wenn man Euro und Dollar verdient, hat man ja ein Leben wie ein Kaiser. Dazu kommt, dass man hier überall Berglandschaften hat, es zumindest in Medellin perfektes Klima ist. Man hat eigentlich das ganze Jahr über, es gibt keine Jahreszeiten, um die 25 Grad, plus minus 2 Grad, ab und zu mal ein bisschen Regen, aber auch nur kurz. Von daher muss ich wirklich sagen, ich kenne keinen anderen Ort auf der Welt, wo mir das Klima besser taugt. Das ist das beste Klima, was es hier gibt. Kolumbien ist riesengroß, es gibt ja 1000 verschiedene Orte an der Küste. Es ist ziemlich warm, tropische Temperaturen. In Bogota ist es schon fast kalt, weil man so hoch auf den Bergen ist. Und dazu kommen wir auch, welche Orte hier in Kolumbien kann ich empfehlen. Bis jetzt war ich nur an der Karibikseite, dort kann ich empfehlen Cartagena, Barranquilla. Dort gibt es auch noch eine weitere Insel gegenüber von Cartagena. Und Santa Marta ist in den Bergen, Palomino und auch die Wüste, schreibe ich hier rein, ich habe den Namen gerade vergessen, wo man auf jeden Fall dahin gehen kann. Kolumbien ist super abwechslungsreich. Sag mal, Alkut, wie heißt die Wüste? Welche denn? Guajira oder die Tatacoa? Die, die oben an der Küste ist. Achso, Guajira. Guajira. Okay, super. Zudem kommt auch, dass man natürlich hier in den Amazonas gehen kann. Starten tut man von Leticia aus. Das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch machen. Da freue ich mich drauf. Das ist einer meiner Lebensträume. Dann Bogota, wenn man es ein bisschen kälter mag und die Hauptstadt sehen möchte. Habe ich allerdings von niemandem besonders Gutes drüber gehört. Cali, Salzerstadt, auch sehr warm dort. Und wie gesagt, die ganze Küste. Zudem gibt es auch noch die Pazifikseite, die erst seit ein paar Jahren richtig bereisbar ist und von dem her wenig Touristen einfach beinhaltet und einfach noch so ein bisschen authentischer oder richtig authentisch ist. Von der Stadt aus Medellin bieten sich viele Tagesausflüge an. Zudem war ich hier letztens für 3 Tage in Jardín. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es einfach mal ab. Jardín übersetzt Garten, ist einfach ein magischer Ort. Man hat also eine kleine bunte Stadt auf den Bergen, umzingelt von Bergen, Kaffeeplantagen, alles drum und dran und viele Vögel. Es ist einfach angenehmes Klima und was Besonderes. Ich habe diesen Ort geliebt und ich würde diesen Ort sofort jedem weiterempfehlen. 4 Stunden dauert die Busfahrt dorthin, ist auch nicht besonders teuer, 8 Euro pro Busfahrt. Daneben gibt es noch, wo wir gerade sind, Guatapé, 2 Stunden entfernt, bietet sich auf jeden Fall an. Ein Stück weiter ist San Rafael, auch ein sehr interessanter Ort, genauso wie Santa Elena. Ist im nördlich gelegen von Medellin, auch 2 Stunden entfernt. Das sind alles so Tagesausflüge, die man machen kann oder kurze Wochenendtrips, die sich extrem anbieten. Selber in Medellin kann man auf jeden Fall empfehlen Comuna 13, ein ehemaliges, sehr gefährliches Viertel, was mittlerweile ja, für die Graffiti-Szene, für Hip-Hopper, für Touristen geöffnet wurde. Man ist quasi mitten in einer Favela, aber ausnahmsweise etwas sicherer als normalerweise in Kolumbien und kann das ganz beruhigt erkunden. Genauso wie Parque Avi, dort kann man mit einer Gondel, hat die ganze Sicht über die gesamte Stadt
und kann dort einen schönen Nationalpark, hat mal ein bisschen Ruhe und wie gesagt, kann die ganze Stadt von oben aus betrachten. Parque Arví kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr in Medellin seid. Habe ich noch vergessen, ein schöner Ort, San Andrés, ist eine Insel, die gegenüber von Nicaragua liegt, in der Karibik, gibt 30 Euro Flüge dorthin und man hat einfach quasi eine Insel, die zu Kolumbien gehört, aber gar nicht irgendwie in der Nähe von Kolumbien ist. Auch nochmal ein kleiner witziger Fakt am Rande. Zudem bietet sich es hier auch noch perfekt an, sein Spanisch aufzubessern. Einmal, weil die ganzen Leute halt kein Englisch reden oder beinahe nicht. Das ist fast wie ein Fünfer im Lotto, wenn du hier jemanden findest, der fließend Englisch kann. Von daher hat man schon mal den Anreiz, hier sein Spanisch aufzubessern. Und passend dazu sind die Spanischschulen auch nicht besonders teuer. Ich habe zum Beispiel bezahlt für eine Woche, also 5 Tage lang, 2 Stunden pro Tag in einer kleinen Gruppe, 2-3 Personen, 80 Euro pro Woche, was absolut fair ist, weil man einfach ja, Spaß in der Spanischschule hat. Man lernt Spanisch dazu und kann sich anfangen, mit den Leuten hier vernünftig zu unterhalten. Weil wie gesagt, englische Wörter funktionieren hier überhaupt nicht. Die Leute leben in ihrer spanischen Bubble und man kann sich einfach mit Englisch nicht weiterhelfen. Super interessantes Land, hat viel zu bieten. Auch die Tanzkultur ist einfach, das muss man mal gesehen haben. Was hier passiert in den Clubs oder generell Salsa, traditionelle Tanzen, die ganze Musik, die immer aus den Bars und Restaurants kommt, das ist einfach etwas, was man auch selbst in Mexiko so nicht hat. In Kolumbien drehen die ja wirklich komplett durch und man muss es einfach mal gesehen haben. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, ich fühle mich hier so wohl. Es ist das erste Land, wo ich nicht mal weiß, wann ich weiterreisen möchte, ob ich weiterreisen möchte. Es ist eines der wenigen Orte auf der Welt, wo ich sage, okay, hier könnte ich mal eine Art Homebase haben, wo ich einfach immer wieder komme und für ein paar Monate lebe, weil man für wenig Geld einen riesengroßen Lebensstandard hat, eine schöne Kultur, perfektes Wetter und ja, alles, was man eigentlich braucht, zumindest für mich. Zu guter Letzt das Thema Sicherheit noch, was natürlich viele von Kolumbien erstmal abschreckt. Klar, das Thema Kokain ist natürlich ja auch groß. 3 Euro bis 5 Euro pro Gramm ist unter Touristen sehr, 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 sehr gängig, was ich leider auch schon mitbekommen habe. Die unter Kolumbianern eigentlich gar kein Thema, die benutzen das Zeug nicht und für die ist das eher etwas Negatives, weil das Land in ein negatives Licht rückt, was natürlich sehr schade ist, weil dieses Land einfach viel, viel, viel mehr zu bieten hat, als das, womit viele es in Verbindung setzen. Kommen wir zum Punkt Kriminalität. Hier muss man aufpassen, da für die Kolumbianer das Leben hier doch schon ziemlich schwer ist. Sie müssen viel arbeiten, die verdienen nicht viel Geld, die Lebensunterhaltskosten sind für die Kolumbianer sehr hoch, was zu einer sehr hohen Kriminalitätsbereitschaft führt. Und ja, wenn man hier im Club feiern geht, ist es quasi Glückssache, ob man sein Handy noch am nächsten Tag hat. Genauso wie mit meiner Kamera würde ich hier an den wenigsten Orten in Kolumbien rumlaufen. Ich würde sie auch nicht in meinen Rucksack haben, weil ich dann tatsächlich schon um meine Wertsachen hier extrem besorgt bin und man einen 7. Sinn quasi entwickelt sollte und auch aufpassen sollte, wie man sich hier verhält, wo man rumläuft, um welche Zeiten, in welcher Gegend. Dazu kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich im Vergleich zu Mexiko hier deutlich unsicherer fühle oder einfach man merkt, dass die Bereitschaft zu Diebstahl hier um ein Vielfaches höher ist als zum Beispiel Mexiko und das auf jeden Fall ein Punkt ist, den man im Kopf haben sollte und auf den man achtsam aufpassen sollte. Dann wird doch alles gut sein, wenn man einfach ein bisschen aufpasst, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man im Kopf haben sollte, sollte einen aber dennoch nicht abschrecken, dieses traumhafte, wunderschöne Land einmal selber erlebt zu haben. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn dem so ist, schreibt mal in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne bei Instagram. Link packe ich natürlich auch in der Beschreibung. Alle Kommentare antworte ich auch. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja.